herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute präsentiere ich euch von Hobbytrain die Artikelnummer H2654. Es ist der Skistra-Bus. Den Bus, den erwarb ich dieses Jahr auf der Intermodellbau bei DM Toys für 60 Euro. Zur Firma Hobbytrain kann ich euch erzählen, dass der Vertrieb, wie natürlich jeder weiß, von Wolfgang Lemke GmbH geführt wird. Diese hat ihren Bürositz in meiner Nachbarstadt Hahn. Verpackt ist der Bus in einer Kunststoffverpackung mit Schaumstoffeinlage. Um dieser Kunststoffverpackung befindet sich eine Pappbanderole mit einem kleinen Sichtfenster. Und wenn ich den Bus mal raushole, seht ihr, wie schön er eigentlich eingeschlossen ist. Mir persönlich gefällt diese Methode besser wie die von Fleischmann, da das Fahrzeug drin besser geschützt ist und es keine Lackabplatzungen geben kann. In der Verpackung befindet sich unter dem Bus natürlich wie immer Grillanzünder. Zu diesen heutigen Grillanzündern gehört hier diesmal die Ersatzteilbestellliste und einmal die Bedienungsanleitung sowie Hinweise. Ich weiß, ihr könnt das sowieso nicht sehen, auch wie man das Fahrzeug auseinander nimmt. Einmal die Ersatzteilliste. Und wie man das Fahrzeug digitalisiert. Nun kommen wir zum Fahrverhalten des Busses. Wie ich finde, hat Hobbytrain in Zusammenarbeit mit Kato ganze Arbeit geleistet und ein wunderbares Modell auf den Markt gebracht. Leider ist das Modell sehr störanfällig und hat durch diese geringe Stromaufnahme ziemlich viele Schwierigkeiten bei weichen und bei kleineren Schmutzpartikeln auf den Gleisen. Ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen und gibt euch eine kleine Entscheidung zum Kauf dieses Modells.